Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Immer die Ausrüstung gecheckt und bei Judith hat natürlich noch ein Kriegsspeer, so wie es hier heißt, entdeckt, den wir ausrüsten sollten, denn das ist ein Kriegsspeer, der ihren Special Move enthält. Hades, benannt nach dem Todesgott, gefürchtet wegen seiner Zerstörungskraft in der Schlacht. Irgendwann werde ich dann wohl noch ein bisschen spielen, wahrscheinlich nur um einmal ihren Special Move rauszuhauen. Damit wir den mal wenigstens gesehen haben, ne? Gut, speichere ich nochmal. Weil wir gehen ja stark davon aus, einen Bosskampf vor uns zu haben, nicht wahr? Obwohl, hier sind noch Truhen und alles, okay. Oh, da ist ein Baum. Oder, das ist ein Kristall. Ah, nee, das ist der Kristall, den wir in der Mitte gesehen haben, von Weitem, ne? Diamantenschutz. Alles klar. Klingt ziemlich nice. Rüsten wir aus. どこで見たよ。これ、エアルクレーンじゃない。こんなとこにもあったんだな。でもエアルが出てないわね。枯れた跡なのかしら。その割にこの辺は荒廃していないみたいだけど。みんな気をつけて。うわ、また出た。大丈夫っしょ。ここ岩の上よ。 War so klar. Ich dachte ja, Unterwassergegner können meistens auffliegen. Aber ein cooles Teil. Dieser Hammer. Den habe ich eben rausgerüstet. Carol? Oh Gott, Carol. Okay, dann machen wir mal. Jo, solche Attacken liebe ich ja. Alles klar. Ja, so ungefähr wird's laufen, genau. Immerhin einmal getroffen. Ja, hier werde ich wissen, Itis nutzen müssen, ne? Machen wir uns vor. Wo ist diesen Fernkampf-Move? Der könnte ziemlich gut hier sein. Ja, los ist doch. Ach komm, das könnte ruhig ein bisschen mehr K.O. sein. Ich liebe diesen Move. Dieser dustige Schwurf, wo er diesen Ball auf den Gegner schießt, der ist. Ach, das ist mies. Steh auf, Carol. Gegen ist jetzt nicht.
Also eigentlich habe ich mich bisher gut geschlagen, aber ist in Ordnung. だいじょうぶだから大丈夫なんだよ。だってみんなが言うもん。カロル、お前僕の後ろには僕がどんだけやられても僕に負けはないんだ。動けよ、クソ。このままじゃガキンチョが。 Eine neue Waffe.少年だね。生きてるか。みんな。悪い。ちょっと道が混んでてな。行けるか。 もちろんだよ。よし、食らった分倍返しにしてやろうぜ。 Carol ist nicht in deiner Gruppe. Bitte wähle eine Gruppe mit Carol als Mitglied. Okay. Kein Problem. Darf ich jetzt nochmal kochen? Mal gucken. Wir nehmen ihn raus. Schuhlift dann. Ich weiß nicht. Rita vielleicht dieses Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Gegner ist, den Rita gut bekämpfen kann. Aber Rita ist auch immer ziemlich gut eigentlich. Egal, gegen wen sie kämpft. Na komm, Juri, geh du mal bitte raus, damit ich meinen Bonus behalte für die Mädels. Nice, so ein bisschen B-Verteidigung für alle. Dann heilen wir ihn nochmal eben fix. Auch mit einem TP-Heilungsoption. Hat sich die Waffe schon ausgerüstet? Ja, Tapfersegen. Ein Relikt aus antiken Kriegen. Es verleiht dir irgendwie Mut. Soll er euch tragen für diese Schlacht? Das macht ja Sinn. Ich hoffe, ich schaffe das. Wenn er nicht noch mehr drauf hat als gerade eben, könnte das gut machbar sein. Aber ich habe das Gefühl, er könnte noch mehr drauf haben. Schade, dass man jetzt nicht speichern darf. Das wäre ganz cool irgendwie. Naja, los geht's. まだまだ生き放たれし不穏なる鎧の力。ガンガンいっちゃうよ。お命をかける。轟け鼓動。ブラスト。 知識解読。実験者の力。愛してるぜ。突撃的を持って矢気なる蛮行を見せよ。スパイラルヒア。報酬月。ルーキーの王の女王。ハイビーラッシュ。愛してるぜ。くぞー。解き放たれし不穏なる鎧の力。
Das ist ein mieses Damit. Ja, ich weiß, keiner TP, deswegen sind wir gar nicht so effizient. Also müssen wir ein bisschen TP benutzen. Anders Gummis haben wir genug. Gib die mal selber einen hier, Magierin. Ich brauche auf jeden Fall selber ein bisschen was, um heilen zu können. Nutz mal ruhig, Carol. Das ist in Ordnung. Ist ein bisschen doof, dass wenn... Also muss ich hier ein bisschen meckern, dann muss ich zwischendurch. Wenn er sie Finn raus hat, kann man ihn angreifen. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber mit dem Bogen zielt man auf einen Punkt in der Mitte des Gegners. Und da ist nicht die Finn. Das heißt, selbst wenn man gerade zum Gegner steht, schießt man vorbei. Schon wieder über den Mund, okay. Also jetzt, wenn ich keinen Move mit ihr kann, ne, müsste ich eigentlich in der Lage sein, ein Special zu machen mit ihr. Dann brauche ich ja 3 Überlimitpunkte für, vergiss es nicht. Wie viele Lebenspunkte hat er eigentlich? Sollte man analysieren, er ist echt krass. Wir kämpfen gar nicht so schlecht gegen den, aber der hält auch extrem viel aus. Okay, wir haben aber den Großteil schon geschafft, ja? Alter, der hätte so viele Lebenspunkte. Junge, Junge. Und so wenig TP hat er noch verbraucht. Ich glaube immer noch, dass die TP so ein bisschen cheaten bei den KIs. Ich habe, glaube ich, sogar eine Attacke, die Fähigkeit drin, dass ich den Gegner TP abziehe pro Angriff. Na ja, egal. Ich muss irgendwie wieder heilen können. Greift ihn doch einfach an. Wir könnten ihn angreifen dann, nur ich leider nicht. Ja,
jetzt habe ich ihn auch. Ja. Siehst du, ich wusste, dass das geht. Ja, super, es ist sogar die Spezialmission. Also wenn ich im richtigen Winkel stehe mit dem Bogen, also dass die Finne auch mich zuzeigt, dann treffe ich sie sowieso. Egal, ob ich dahinter ziele oder nicht, deswegen konnte ich ihn erst treffen. Warte, ja, wieder. Kann ich auch. Oh Gott. Ach komm. Rennt er doch nicht immer so dusselig rein. Ah Gott, die KI, ne? Da kannst du nichts zu sagen, ey. Erkennen einfach, dass er immer wieder die Eisdecke von unten macht und rennt immer wieder rein. Ich muss erstmal wieder Madame Mana geben, damit sie wegläuft. Ich werde trotzdem meine Items immer noch sparsam sein. Zumindest mit den komischen AOE-Heil-Items, weil. So schwer ist der Boss nicht. Und wenn es ein bisschen länger dauert, hauptsächlich schaff's. Ach, Karen, siehst du, dass da als Eiszapfen kommen? Glück, ob du doch draußen standest. So, gib mir einen Orangengummi, bitte. Ja, das war's. Ja. Das war ehrlich gesagt ein ziemlich angenehmer Boss. Hätte die KI vielleicht zumindest erkennen können, dass der Mannschaft von unten kommt, sehr angekündigt. Dann wäre es gerade so perfekt gewesen. Aber ein spaßiger Boss, ich mochte das Design, ich mochte den Bossfight. Nice one. Lähmungsbann und Körperbemalung. Immerhin habe ich seit der Gigalarve, wo ich auch nur bewusst gestorben bin, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht genug Schaden mache gegen seine Heilung. Und dem euren komischen Wolf damals, ziemlich wirklich völlig zerfetzt beim ersten Kampf, bin ich nicht einmal mehr gestorben, ne? Bisher alle Bosse First Try. Mal gucken, wie das noch wird, ne? Hm. Na, diesmal hat Carol all das Leben gerettet, ne? Hätte er nicht ganz zufällig das Körperteil des Gegners gerade getroffen, was mit diesem Erklären resoniert, dann wäre das wohl schlecht ausgegangen. カロルがいなかったら俺たち今頃あいつの胃の中だ。勝負時。そうそう、どうしても逃げたらいかん時ってやつがね。誰でも一度はそういう時があるもんよ。さあ、早くここを抜けましょう。弱ってるカロルには辛いはずよ。ええ。ありがとな、ボス。 かっこよかったわ。 Tapferes Bürschchen. Wow. Carol ist K.O., er kann nicht an Kämpfen teilnehmen. Das ist in Ordnung, er hat genug geleistet. Okay, nice, nice. Patty, Yuri und Repeat sind momentan wieder volle Power. Also warum nicht mal wieder mit Yuri spielen? Direkt wieder heilen und speichern gehen. Carol wird gelobt. Machen wir das erstmal. Mattak, Carol-Shonen. Mücha-schatte ma. Honto yo ne. Gakincho nan da kara otonoshiku shitoke tchuu no. Gara ni mo naku konjou o miseru mon da kara, miteru kocchi no jumyou ga jijinda wa yo. Ma, jumyou dokoro ka? Inochi ga naku narisou na dokoro datta kara tasukatta nda kedo sa. Kedo, yappari aayu no wa dou ka to omou yo. Mücha, mücha. Honto yo. また無茶なことしないようにちゃんと見とかないと。だな。もう寿命縮むのは勘弁だし。珍しく気が合ってんじゃねえか。カロルを褒めてあげたい気持ちはみんな同じってことね。ちょっと素直じゃねえけどな。<笑>
Ist der Sturm irgendwie noch heftiger geworden? Oder bilde ich mir das ein? Das ist der Heilpunkt, ne? Ja, Mist, kannst du bitte weggehen? Danke. Nein! Ja, okay, dann killen wir dich halt noch. Und wieder ein Boss gefällt. Ehrlich gesagt, einer meiner liebsten Bosse bisher in diesem Spiel. Ich habe das Gefühl, dass das Schild schon irgendwie lauter geworden ist nach dem Boss. Vielleicht spielt die jetzt alle wieder zurück. Wer verrückt die Akrene hier? Keine Ahnung. Und es wird noch schlimmer. Trotzdem kochen, weil ich will dieses Rezept lernen, wenn es richtig war. Keine Ahnung. Ein Zelt. Und nochmal Körperbemalung. Eine magische Farbe, die den Körper vor Verletzungen schützt. Haben wir schon zweimal bekommen. Die ist auch ziemlich gut. Könnte ich ihm mal direkt geben und Carol die andere. Denn wir alle wissen, Körperbemalung. Ach, Harry ist gerade nicht dabei, stimmt. Ist viel besser als eine Rüstung. Besonders bei weiblichen Charakteren ist sie viel effizienter. Das sind drei Wege, ne? Ich gehe erstmal nach Norden. Easy. Weiter kochen, auch wenn ich es eigentlich brauche, wegen dem Rezept. Ja, das war nix. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es hier weitergeht. Was? Ich kann sogar, wenn die verwirrt sind? Wow. Das war eine Kombination. Oh. Oh. Meine Freude kennt kaum Grenzen. Rave hat einen neuen Skill gelernt, und zwar einen Pfeilregen. Das könnte auch ein guter Abschluss sein für Kombos. Ich glaube, hier geht's weiter. Damage, ich gehe mal zurück. Ich will die Schätze hier mitnehmen. Bisher war echt keiner Scheiß hier. Erste Tour. Wie groß ist das denn hier noch? Er hat noch den Boss besiegt, glaube ich. Ah, das Gummi, okay. So, die Kämpfe ein bisschen zu vermeiden jetzt. Wir haben genug gesehen, glaube ich. Hä, hier geht's aber auch vielleicht weiter. Ja gut, den können wir eh nicht gebrauchen. Okay. Jetzt doch hier weiter. Ja, Yuri habe ich ganz gut angeordnet. Ich weiß auch genau, wo ich meine AOE-Moves bei ihm habe. Also wenn ich mal mit dem kämpfen muss, komme ich mit dem klar. Und das hier war die Sackgasse. Psychedelica. Ein langer Stoff mit einem grellen Muster. Einst wurde er zum Ablenken von Gegnern benutzt. Und er will halt immer noch mit dem Tabar. Sieben Rosenpeitsche. Ich würde gerne bei... Ach, Carol, der nicht gar nicht ausrüstbar ist. Die alte auch wieder ausrüsten, damit die erstmal lernt. Aber geht ja nicht. Alter, wie groß das hier ist. Der ist auch noch Truhen. Lotteriegummi, ja. Wie geht's wieder raus? Oh Mist, ich will doch gar nicht raus. Nein. Ich sehe auf dem Hügel schon noch eine Truhe da liegen. Und da hinten war auch noch eine Truhe. Ich will die auch noch haben.
Nanio, Mozkaretano. Nein, jetzt gehen die raus. Wisst ihr, was daran so nervig ist? Ich kann hier bestimmt wieder reinlaufen, das ist nicht das Problem. Aber wenn ich hier wieder reinlaufe, sind alle Gegner respawned. Toshiori wa Tairyoku ga nai no yo. Judith-chan kawatte. Ara, anata no shigoto wo ubau tsumori wa nai wa? Karol, okiteru na? Hätte wohl gerne gehabt, der Karol, ja? Okite nai. カロルは狸ねえりがうまいの。この寒い中おっさんに労働させるとは。カロル君、君もなかなかやるではないか。もう大丈夫か、カロル。ずっと俺、ラッキーめしあの、にしのり。うん。心配したのよ、とても。うちもじゃ。そんな風には見えなかったけど。おかしいわね。 とにかく、もう無茶なことしないでよね。サポートしきれないわ。うん。何ニタニタしてんだ。ひどいな。ユリ、どんの言葉を思い出してたんだよ。仲間を守ってみろ。そうすれば答えてくれる。うん。あれって、こういうことだったのかなって。 それがお前の見つけた答えってことか。なら、きっと正解だよ。そうだといいな。さあ、出口はすぐそこだ。とっとと抜けちまおうぜ。Nein. どうかしたかしら？うん。ここの氷ってエアルから生まれたのかもしれないって。氷がエアルから？あらゆるものがエアルからできているなら。 当然ね。ここのエアルクレーネはある意味すごく安定してた。魔物が操れるほどにね。もしかしたら大量に物質化できたらエアルは安定するのかも。それってエアルの乱れを解消できるかもしれない。わからない。そのためにはもっと効率が必要だろうし、量だって。でも確かにそれができたらすごいのじゃ。 もっとここのエアルクレーネ調査したいのかい？うん。今はそんなことしてる時間はないわ。ああ、思わぬ時間食っちまったしな。急ごう。エステル、無事でいて。ここを出たらどっかの町でテートがどうなっているか聞いてみようよ。よ。Komm schon, lass das, lass das. Ja, danke. テートの様子を聞くんだったらハレルの町に行くのが一番なんじゃない？そうだな。あそこは結界もあるし安心して体も休められる。んじゃ、そろそろ休みたいのじゃ。そうと決まれば早いところ行こうぜ。すっかり体が冷えちまったよ。Es ist gut, dass Carrie jetzt wieder dabei ist für den Rest der Erkundung, weil er wieder lernen kann, ne? Ich möchte gerne erst, dass er die Waffe zu Ende, die ich ihm gegeben habe. Das war nicht die Kaminaxt. Das war der Stempel des Wächters, naja. Können sie zumindest mal eben kurz ausrüsten. Ich habe zwar ihre Skills nicht angepasst und weiß nicht, was sie wo hat. Nicht ansatzweise, aber mal sehen. Hat sie wenigstens, ja. Aber nur Luna kann. Es, man sieht, es ist lange her, dass ich sie gespielt habe. Scheiße. Also sie hat eh nicht so viele Abschlüsse bisher, nur 3 Stück. Tatsächlich. Okay, dann machen wir Rondo, machen wir hier rein. Okay, machen wir es so. Da kann ich mir diesmal den Ulti zeigen hier. Und ich habe wieder 3 Punkte voll ab. Ach komm. Okay,
どんどん強くなるわね。 Führt ja alles ein bisschen im Kreis, ne? Mal gucken. Geht es dir gut, Carol? Hitori, der Anna Mutscher ste. Anta Karada war Daijobu Nawake? Dodoro. Immer war Daijobu mit Daijakedo. Carol, no Simpai nante, mezrasi, wane. Letzni, Simpai ste るんじゃ nackte. 怪我人見ると放っておけないお姫様を助けに行くのに怪我人を連れてはいけねえもんな。そう、そういうことよ。ま、それで納得しておきましょう。排除、排除。よし、撤退。 Uff. Nicht mein Ding. Absolut nicht mein Ding, die Dame. Aber auch vor allem auch ohne die Einstellung richtig gemacht zu haben. Ich bin gerade nicht sicher, ob einige der Arts jetzt veränderte Arts sind, weil ich das Gefühl habe, dass ich sie nicht richtig kombinieren kann. Ich wollte ihn eigentlich erst abschießen, damit er stehen bleibt, naja. Nehmen wir den Kampf raus. Keine Sorge, ich nehme den Kampf jetzt nicht raus, wo ich ein Special mache. Dafür mache ich das jetzt auch ein bisschen. Ja, komm her, vielleicht kriege ich einen Level 3 jetzt hin. Ja, hab ich schon. Gut. Denn? Keine Frage, ein sehr cooler Move, aber irgendwie kann ich manche ihrer Abschuss-Moves gerade nicht machen. Kann das sein, dass manche ihrer Moves eine Bedingung haben, welche Position der Gegner hat? Das wäre noch schlimmer. Ja. Nach rechts und links macht sie gerade gar nichts. Moment. Ich hab da noch was eingestellt. Ja, den sicher hier, den. Ha. Den hier. Nur in der Luft möglich, steht auch bei. Okay. Richtig unschön. Ja, siehst du das nicht, deswegen spiele ich sie auch gar nicht erst. Jetzt verstehe ich, warum sie so komisch spielt. Das liegt gar nicht daran, dass ich das nicht hinkriege, sondern dass ich nicht beachte, dass die Moves von ihr eine notwendige Position haben. Aber sie hat einen sehr coolen Abschlussmove. Der ist nicht zu verachten. Aber jetzt haben wir es mal gesehen. Jetzt kann ich es wieder austauschen. Das reicht doch schon wieder. Danke. Ich soll euch getroffen haben, weil ich nämlich nicht gegen die kämpfen wollte. Wenn wir jetzt noch Kämpfe haben, versuche sie alle rauszunehmen. Ich will nur die Schätze hier alle aufheben. Ich meine, ein Schatz könnte hier noch sein, und zwar auf dem mittleren Weg, ne? Jetzt bin ich ja wieder oben und habe hier alles geholt. Aber da war noch ein Weg durch die Mitte. Und zwar hier vorne, im ersten rechts. Oder irre ich mich da jetzt? Ne, ne, hier. Hier war ich noch nicht. Hier müsste auch eine Truhe sein. Ja, da ist schon eine. Ein Blutmantel. Sieht ziemlich cool aus. Ein blutroter Mantel. Die Farbe ist durch ein besonderes Material ins Gewebe bedingt. Okay. Ist natürlich Judith. Und ist hier noch irgendwas? Nein. Dann haben wir alles aufgehoben hier, glaube ich, würde ich sagen. Hat sich auch gelohnt. Allein für den Blutmantel, würde ich sagen.
Jetzt können wir rausgehen und vorne mal kämpfen. So, diesen unnötigen Kampf auch noch überstanden. Irgendjemand hat gerade in dem Kampf einen ziemlich großen Wirbelsturmzauber gemacht. Ich weiß gar nicht, wer das war. Hat Rita jetzt einen dicken Wirbelsturm als Zauber oder kann Raven den? Ah, ich habe ihn ja selbst gespielt, hätte ich auch merken müssen, oder? Und das sind die alten Zauber. Keine Ahnung, was das war. Hier sehe ich auch keinen neuen Zauber. Vor allem auch keinen Windzauber. Sie kann eigentlich auch keine Windzauber. Also entweder das war hier Raven und ich weiß nicht wie, weil ich es nicht gemacht habe. Oder es war sie, weil sie manchmal irgendeinen random Scheiß macht. Ich habe keine Ahnung, was sie dann manchmal macht. Egal. Ach Mann, ich hätte es gar nicht versuchen sollen. Also, eigentlich habe ich nur meinen Window-Cutter. Den habe ich gerade ein paar Mal gezaubert, weil den habe ich auf einer R1-Taste. Und das ist eigentlich auch kein Wirbelsturm, zwar ein kleiner Wirbelwind, ja, aber nicht so ein großer. Das war ziemlich großer. Hm. Ich wäre das klüger, wenn ich das andersrum mache, richtig? Also, Moment, nicht andersrum, sondern ein bestimmter Moment. Hier überall die Windklinge hin, egal was ich drücke, und da überall Arrivederci hin, egal was ich drücke. So. Gut. Lass mich alle in Ruhe, ich habe genug Fischköpfe gesehen heute. Ich denke auch, dass wir ausreichend Training mitgenommen haben. Den Boss konnten wir auch besiegen. Ich bin sehr zufrieden. Alles klar. Kann man hier eigentlich... Muss ich jetzt unbedingt wissen. Muss ja eigentlich, ne? So, schlafen, das heißt auch seinen Duft verbreiten. Nutze meine Matte wieder. Und speichern soll ich jetzt auch unbedingt. Ist auch wieder länger her. Ich kann leider keine Miso-Soße-Dinger mehr machen. Und ich weiß nicht, ich weiß leider einfach nicht mehr, welche Person mit den Ringschlüssel arbeiten muss, damit ein neues Rezept raus wird. Das weiß ich einfach nicht mehr. Aber ich habe daraus können wir auch noch was Neues machen, aber ich habe eh keinen Reis mehr, also ist eh egal. Ich weiß gar nicht, ob man das Sorbet noch aufwerten kann. Ich meine, faktuell wären es ja nicht beiden, die beiden es bisher gemacht haben. Carol vielleicht? Vielleicht kann man es doch gar nicht aufwerten, keine Ahnung. Ja, komm, einen von euch mache ich noch, weil ich von euch habe ich bisher nur sehr wenig gesehen. Also dieser pinke Blütensturm von unten, das war mal sein einer Zauber und dieser Window Cutter der andere Zauber. Also ich war das nicht. Keine Ahnung, wer das war. Egal, ich schätze mal, das wird irgendwas von Patty sein, dass die vielleicht manchmal irgendwelche random Effekte erzeugt. Passt ja zu ihrem komischen Spielstil, wenn man es so nennen kann. Wow, ich sehe diese Wölfe manchmal nicht. Rita, was machst du? Ah ja, das war jetzt hier. Das war nämlich der Engelzauber gerade von Estelle. Das heißt, es war Patty. Patty kann also auch Zauber imitieren. Alter, was macht Patty da alles? Also wenn Patty alle möglichen Zauber kopieren kann. Ich denke mal, die ist wirklich extra für Leute, die das Grundspiel damals gespielt haben, weil Patty war früher in dem Grundspiel gar nicht spielbar. Ich weiß nicht, ob dieser existiert hat, ehrlich gesagt. Die ist, glaube ich, extra für Leute, die das Spiel schon ein bisschen länger spielen, so ein bisschen Abwechslung zu bieten. Ist ja krass, was sie alles kann. Ne? Oh.
Ja, wir kommen aber gut klar hier. Wir kommen gut klar. Später haben wir uns auch nicht so viele gekämpft. Da war ich nur einer von. Weil die nur oben auftauchen, nicht im Dungeon. Oh, warte mal, ich hab ja auch einen neuen Spell mit Raven, ne? Ich hab bloß keinen Platz mehr dafür. Obwohl, ich muss Schlange. Eigentlich muss ich Schlange mal rausziehen, weil es kein Abschlussskill ist. Aber ich mag Schlange so gerne, weil die Mine eigentlich sehr, sehr cool ist. Das ist ja die Mine. Die ist schon echt nützlich. Ich mag die sehr gerne. Die rauszunehmen fällt mir echt schwer. Das hier nehme ich raus. Also, ich mach. Mach ich Schlange? Ja, mach ich dann so. Hubert, mehr mag ich sowieso nicht. Und dann nehmen wir jetzt den Azu-Himmel mit. Yo, yo! Der Move ist super. Der Move ist super in zweierlei Hinsicht. Erstens ist es endlich ein relativ guter von den Ranged Abschlussmoven. Nicht perfekt, was ich haben möchte, aber zumindest ist es ein schneller Move, der recht gut trifft aus der Distanz. Wenn der Gegner sich zu weit wegbewegt, könnte es immer noch für ein Pop-Up sein, aber immerhin. Das Geilste daran ist aber was ganz anderes. Das Geilste daran ist die Tatsache, dass es ein Multi-Hit-Move endlich mal ist bei ihm. Er hat so wenig Moves, die mehrfach treffen, deswegen kann er immer nur sehr schlecht diese Leisten von den Gegnern lernen, die für die Todesstoße verantwortlich sind. Oh, ich darf hier gar nicht lang. Interesting. Aber jetzt kann ich mit ihm auch gleich leichter Todesstoße, zumindest diese roten, raufbeschwören. Gut, ich würde sagen, bevor wir Hallur betreten, was so ein bisschen unser Zwischenstopp sein wird, scheinbar, würde ich den Part hier beenden wollen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Tales of Vesperia. Bye, bye.